Seid gegrüßt, guten Abend. Ich bin gestern, nachdem ich mich in Görlitz auf Platz 5 katapultiert hatte, mit dem Rad nach Hause gefahren. Es ist immer gut, nach Norden zu fahren bei Südwestwind. Kann ich empfehlen. Es rollte. Ich wollte mich auch zwischendurch über irgendwas beklagen, aber es gab einfach keinen Grund. Geschichte schließt daran an, beziehungsweise, nee, schließt davor. Denke ich nachher drüber nach. Sie heißt, der Wolf sagte, frag nicht. 4 Nachtfahrten sind es nun. Von Dresden 22:42 mit dem Zug bis Görlitz, Ankunft 0.15 Uhr. Dann aufs Rad, Berliner Straße hinab, an der Rückseite des Theaters vorbei, Obermarkt mit einem Blickstreifen, Hugo-Keller-Straße, ein Gewerkschafter und SPD-Mann, der von 1842 bis 1924 lebte, wieder runter, dann Richtung Rothenburg, links abbiegen, leichten Anstieg, wuchtig angehen, dann rollen lassen. Autobahn unterqueren, Fahrt durchs lange Ludwigsdorf. Hier gibt es noch Straßenbeleuchtung. Sie bildet der furchtsamen Seele einen gelbwarmen Tunnel, das Versprechen von Unversehrtheit oder Zeugenschaft bei Raub und Mord. Dann ein weiterer winziger Anstieg, den bemerkt man nur, wenn man einen schlechten Tag hat. Dann dunkle, kühle Dunkelheit die Straße ahnen. Bis zu einem beleuchteten Autohaus. Fahrzeuge glänzenden Karosserielacks fliehen mich an. Nimm mich, wirf dein Rad weg, nimm mich oder binde es aufs Dach. Ich kann dich fahren. Halbe Stunde statt eineinhalb. Ist das was? Denk mal drüber nach. Dann wieder Dunkelheit bis zu einem Bewegungsmelder in Oberneuendorf. Die furchtsame Seele ging zur Dunkelheit durch einen Vorhang, hinter dem statt noch mehr Angst Vertrauen in die Welt wartete. Tiere, Pflanzen, Mensch, Dunkelheit, Atem sind füreinander da. Vor Jahren stieg ich einmal nachts nördlich von Berlin vom Rad. Ich hatte Krämpfe, ich wollte mich dehnen und etwas essen. Es war dunkel, weit und breit, nur Tier und Pflanze. Dann näherten sich doch 2 Scheinwerfer, fuhren an mir vorbei. Dann bremste das Fahrzeug, setzte zurück, Beifahrerfenster auf. Alles okay, brauchst du was? Nein, besten Dank, ich mache nur Pause. Seit ich in der Lausitz wohne, passierte es mir 3 oder 4 Mal, dass ich mit Rad am Straßenrand stand, rumstand oder etwas am Rad fummelte, ein Gurt am Gepäck nachzog oder öffnete. Jemand hält an. Kommst du zurecht? Brauchen Sie Werkzeug? Alles gut bei Ihnen? Die Welt ist besser als Anne will. Dann wieder Dunkelheit bis zu einem Wirtshaus in Zodel, Dunkelheit bis zu einem beleuchteten Gehöft in Deschka, dann eine stille, dunkle Gerade bis Zentendorf. Frierende Wolken schieben sich vor längst gefrorene Sterne. Ich beginne am Rücken zu frieren. Ein Wolf springt aus dem Straßengraben und läuft neben mir her. Ich sage, hey, was machen die Geschäfte? Er bläst Luft aus der Nase. Wo du recht hast, hast du recht, sage ich. Und, Familie? Jetzt lässt er seinen Kopf hängen. Ich höre, 3 Welpen auf der B115 überfahren, 1 krank, 2 illegale Abschüsse. Zersiedeltes Land, sage ich ratlos und füge an. Trotzdem tun viele, als würde die Angst vor euch zunehmen. Bettnässer, sagt er. Ausweichlügner, sage ich. Medienschaum, sagt er. Und ich muss dann. Er grüßt mit seiner rechten Schulter. War schön, dass du mich eine Zeit lang begleitet hast, flüstere ich ihm nach ins Dunkle. 5. Nachtfahrt. Warmer Rückenwind, 1 Schicht Stoff auf dem Oberkörper reicht aus. Ich fahre zur Eisenbahnbrücke nach Zentendorf, vor Einsiedel.
Darunter die nagelneue Güterzugstrecke, nun zweigleisig, nun elektrisch. Allerlei teurer Sicherheitspipapo. Ein Bekannter sagte mir am Abend, dass vor einigen Tagen zwei Jugendliche in Dresden beim Güterwaggonklettern verunglückt seien. Das Mädchen sofort tot, der Junge schwer verletzt im Krankenhaus. Man muss die Oberleitung gar nicht berühren, man gerät in die Nähe, hat selbst Erdverbindung und die Spannung springt über. Ich stehe in der warmen Nacht, kurze Pause, 3-4 Minuten, was trinken. Unter mir der Güterhighway Rotterdam-Katowice. Still, zwei ferne rote Stopplichter. 8 Jahre Bauzeit, weil es nicht wichtig genug war, weil LKW, verstopfte Autobahnen samt blutiger Autounfälle schöner sind, weil bei loser 3 Kilometer Gleise in Richtung eines alten Bergbaulochs abrutschten. Wäre es für Katowice denn nicht kürzer zum Schwarzen Meer? Ich gebe es mal in meinen Fahrradcomputer ein. Rotterdam, Katowice, 1179 Kilometer. Katowice, Odessa, 1210 Kilometer. Ha! 30 Kilometer mehr. Zum Schorne Morie. Zudem durch eine Gegend, in der sich NATO und Putin um die riesige ukrainische Kornkammer streiten. Besitzt Moldawien einen Schwarzmeerhafen? Ja, an der Donau. Rumänien gab Moldawien 460 Meter vom Ufer. Gyorgy Lesti.